In diesem Video stelle ich euch Funktionen aus der beschreibenden Statistik vor und wie diese in SQL angewendet werden. Und natürlich freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Die beschreibende Statistik umfasst ja einige Funktionen, welche ich nun in diesem Video aufbauend vorstellen werde. Bevor wir mit der ersten Funktion starten können, möchte ich aber zunächst auf unsere Datenbasis eingehen und diese näher vorstellen. Ich arbeite in diesem Beispiel auf der AdventureWorks Datenbank von Microsoft und habe mir eine Tabelle rausgesucht, die Sales Order Detail, welche ich vereinfacht auf diese vier Spalten reduziert habe. Diese vier Spalten umfassen das Produkt, in diesem Fall die Produkt-ID, dann die Bestellmengen, die Order Quantity, dann der Produktpreis, Unit Price und schlussendlich Line Total, welche den Umsatz entspricht. Anhand dieser Tabelle werde ich nun die einzelnen Funktionen aus der beschreibenden Statistik anwenden. Beginnen wir zunächst mit ganz fundamentalen und einfachen Funktionen. Das wäre die Summenfunktion. Dazu wende ich nun den Befehl Sum an. In meinem Fall möchte ich nun die Gesamtmenge der Line Total oder auch den Umsatz pro Produkt erhalten. Dazu gebe ich nun den Befehl Sum und wähle nun das entsprechende Feld aus. Anschließend muss ich noch eine Bezeichnung angeben, beispielsweise Umsatz. Und als nächstes, da ich diesen Umsatz pro Produkt haben möchte, benötigt es noch den Befehl Group by Product ID. Die beiden Felder Order Quantity und Unit Price muss ich aber entfernen. Alternativ kann ich diese natürlich auch weiter kategorisieren, dann müsste ich diese in die Group By Klausel hinzufügen. In unserem Fall wende ich nun führe ich diese Abfrage aus und erhalte nun den Umsatz pro Produkt. Wie ihr seht, könnt ihr so beliebig die Gruppierung oder die Aggregatfunktion anwenden. Kommen wir nun zur nächsten Funktion bzw. die beiden Funktionen Min und Max. Diese funktionieren sehr ähnlich. Ich gebe ähnlich wie in Microsoft Excel die Min an und kann auch noch die Max. Und erhalte nun den minimalen Umsatz, aber auch den maximalen Umsatz für dieses Produkt. Wie ihr seht, könnt ihr so relativ einfach schon die ersten drei Befehle anwenden aus der beschreibenden Statistik. Als nächstes möchte ich auch eine weitere wichtige Funktion vorstellen, und zwar das Zählen von einzelnen Einträgen. Beispiel, ich möchte nun die Anzahl an Bestellungen für ein bestimmtes Produkt oder für alle Produkte erhalten. Dazu gibt es den Befehl Count. Wenn ich diese angebe mit Count, kann ich nun das entsprechende Feld in dieser Klammer angeben und das wäre Order Quantity. Und beschreibe diese mit Anzahl. Nun erhalte ich die Anzahl an Bestellungen pro Produkt. Damit haben wir nun eine Funktion zur Verfügung, welche uns eine Verteilung der Daten ermöglicht. Und zwar habe ich ein weiteres SQL-Statement vorbereitet, welches uns eine Verteilung von den Bestellgrößen
anzeigt. Und zwar ganz konkret möchte ich wissen, wie viele oder wie oft wurde eine bestimmte Bestellgröße bestellt. Dazu habe ich nun wiederum die Count-Funktion verwendet. Mit dieser zähle ich nun für jede Bestellgröße für ein bestimmtes Produkt. Dazu muss ich auch eine Gruppierung angeben, und zwar gruppiere ich eingangs alle Bestellgrößen. Das kann man hier sehen in der ersten Spalte. Das bedeutet, ich habe eine ganz geringe Bestellgröße von 2, aber auch eine sehr hohe Bestellgröße von 44. Anschließend sortiere ich nun auch noch nach der Bestellgröße und nach der Anzahl. Wie man sehen kann, ist es so, dass diese ganz große oder ganz hohe Bestellgröße ganz selten bestellt wird oder vorkommt. Ebenso ist es sehr häufig, diese niedrigen Bestellgrößen, dass diese sehr häufig vorkommen. Ich kann nun diese Datenverteilung nach Microsoft Excel kopieren und darin auch noch weitere statistische Kenngrößen ermitteln, welche ich dann anschließend im SQL anwenden werde. Im ersten Schritt benötige ich sozusagen eine einfache Übersicht der statistischen Kenngrößen. Dazu gebe ich nun die Überschriften ein, Bestellungsgröße und die Anzahl dieser Bestellung. Und wie ihr möglicherweise kennt, gibt es ja in Microsoft Excel im Bereich der Daten, in der Analyse, die Datenanalyse. Mit dieser habe ich viele Funktionen zur Auswahl. In meinem Fall möchte ich sozusagen die Populationskenngrößen für diese Reihe ermitteln. Dazu gebe ich den Haken bei statistische Kenngrößen ein und führe diese nun aus und erstellt diese sowohl für die Bestellungsgröße als auch für die Anzahl. Für unser Beispiel ist aber nur die Spalte 2 von Interesse. Und zwar kann man hier sehen, der Mittelwert, dieser liegt bei 11,375. Ebenso sieht man auch die Standardabweichung, welche wir später im SQL ermitteln werden. Die Schiefe und so weiter, Minimum, Maximum, Summe und Anzahl. Nun möchte ich aber mit der ersten Kenngröße beginnen, und zwar mit dem Mittelwert. Dort gibt es eine Fallstricke, auf die ich besonders hinweisen möchte. Wechseln wir nun zu der Datenbank. Ich habe dazu bereits ein Statement vorbereitet. Und zwar, dieses gibt uns nun die Anzahl der Bestellungsgrößen wiederum an für ein bestimmtes Produkt, wie vorhin gesehen. Um nun den Mittelwert zu ermitteln, muss ich nun den Durchschnitt oder den Mittelwert für die Spalte 2 der Anzahl ermitteln. Dazu bediene ich mich der Funktion eines Subqueries und wähle nun diese eingangs durchgeführte Statement eine Subquery aus, gebe nun einen Namen dazu an und kann nun entsprechend dieser Subquery ein Average auf Basis der Anzahl ausführen. Das liefert uns den Mittelwert. Wenn ich das nun ausführe, erhalte ich den Mittelwert 11. Dieser ist aber falsch, weil im Microsoft Excel haben wir einen Mittelwert von 11,375 erhalten. Was kann die Ursache sein? In diesem Fall ein datentechnisches. Und zwar ist es so, dass die Anzahl hier ein Integer-Datentyp ist und muss diesen Datentypen entsprechend auf eine Dezimal-Datentypen umwandeln. Dazu gibt es den Befehl cast. Man kann nun angeben Decimal
und erhalte nun den entsprechenden Mittelwert mit 11,375. Das war, wie vorhin erwähnt, eine gewisse Fallstricke, auf die man berücksichtigen muss bei der Erstellung oder bei der Datenanalyse. Kommen wir nun zur Standardabweichung. Die Standardabweichung ist ja eine zentrale Kennzahl der Statistik und bildet den Grundbaustein für viele wichtige statistische Verfahren. Wie im Excel bereits ermittelt, beträgt die Standardabweichung für diese Zahlenreihe 13,456. Ich kann nun mit einem Befehl diese Standardabweichung ermitteln. Dazu wähle ich nun den Befehl STIF Standard Deviation und gebe nun das entsprechende Feld an, und das ist ja die Anzahl, und erhalte nun diese 13,456 als Standardabweichung. Ich hoffe, ich konnte euch damit wichtige Funktionen der beschreibenden Statistik in SQL näher bringen. Und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar und ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis bald.